Das heißt, wäre noch zu ertragen, wenn mein Pech nicht von Mund zu Mund schlimmer werden würde. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ein Fluch, der jedwedes Vermögen schwinden lässt und immer schlimmer wird, das hört sich doch sehr abenteuerlich an. Aber gehen wir einmal davon aus, es gibt diesen Fluch wirklich. Weshalb lastet er überhaupt auf euch? Naja, Lasten würde ich es nicht direkt nennen. Er hängt eher in Form einer Kette an meinem Hals. Ich bin davon überzeugt, dass der Fluch von ihr ausgeht. Ich kam darauf, weil ich sie eines Tages nicht mehr abnehmen konnte und sich ein seltsames Gefühl der Beklommenheit einstellte, wenn man sie berührte. Überzeugt euch selbst, wenn ihr mich glaubt. War das einfach heißen, ihr habt nur gegen Speckstein beim Bolternspiel verloren, weil der Fluch auf euch lastete? Direkt spüren tue ich nichts, aber geheuer ist mir das Ding trotzdem. Seht ihr, es ist euch überhaupt erst aufgefallen, nachdem ich euch darauf aufmerksam machte. Seine Kraft scheint sich nur schleichend zu entfalten. Ich habe mir im Pferdok weißen Rat eingeholt und weiß daher nun, wie der Fluch zu brechen ist. Allerdings brauche ich dazu Hilfe. Ach, daher wurde also der Wind. Ja, gebt Specksteins Eigentum erst heraus, nachdem ich euch geholfen habe, euren Fluch zu brechen. Aber was ist, wenn bis dahin euer Fluch... Was ist, wenn es bis dahin eurem Fluch zum Opfer fällt? Ich habe die Beute an einem sicheren Ort verwahrt, allerdings kann ich auch das beste Versteck den Fluch nicht vollends abwenden. Deshalb schlage ich vor, ihr beide euch einfach mir zu helfen. Sollte Specksteins habe bis dahin doch dem Fluch zum Opfer gefallen sein, schaffe ich euch sein gegenwärtiges Gold. Also gut, dann lasst mal hören. Wie gedenkt ihr, den Fluch zu brechen? Also nun ja, es handelt sich um eine Untat aus jungen Jahren. Diese muss gesühnt werden, wenn der Fluch gebrochen werden soll. Vor etwa 3 Jahren habe ich mit einem Freund hier, woran sei mir gredig, eine Gruft um ihre Grabstätte erleichtert. Eigentlich wollte ich nicht, aber irgendwie brachte dieser Schuft es fertig, mich zu überreden. Die Gruft war auch gleich die letzte. Als wir gerade dabei waren, Grabbeigabe auf unsere Säcke aufzuteilen, erwachte mit einem Mal die skelettierte Leiche. In ihrem Frieden gestört, umringten sie uns und griffen ohne Erbarmen an. Es war fürchterlich. Wäre ich nicht von einem gewaltigen Schlag gegen die Wand in der Nähe des Ausgangs gesteuert worden, wäre es wohl um mich geschehen. Aber so aber gelang es mir letzter Kraft, die Stufen hinauf ins Freie zu entkommen. Doch heute begleiten mich die Todesschreie meines Gefährten, als wäre es gerade erst geschehen. Ich wünschte, ich hätte ihn retten können. Diese Kette ist die Zeit der Grabbeilage gewesen. Wie ich sehe, versteht ihr. Ja, sie ist das letzte verbliebene Stück. Um die Flucht zu brechen, muss ich sie dorthin zurückbringen, wo sie einst gestohlen wurde. Ich hoffe zunächst, ich könnte den Mut aufbringen, dies allein zu bewerkstelligen. Als ich wieder dieses schreckliche Moor sah, hatte mich die Vergangenheit vollends eingeholt. Allein schaffe ich das niemals. Daher brauche ich euer Geleit, damit ich die Kette zurück in ihre Bestimmungsort bringen kann. Solange die unroten Paar gebütet sind, ziehe ich auch mit Eskorte keinen Fuß nach draußen. Bitte kehrt zu mir zurück, sobald ihr Kunde über das Versiegen der Untoten Angriffe habt, sodass wir dann schnellstens aufbrechen können. Wenn die Untotenplage beseitigt ist, werdet ihr mich zu dieser Gruft führen und ihr steht für eure Missetat ein. Ja, ich verspreche es. Ihr könnt danach mit mir rechnen. Ich stehe zu meinem Wort. Ich komme darauf zurück, doch erst kümmere ich mich um die Untoten im Moor. Bis bald, Talia. So, finde die Diebin. Im Wirtshaus des Ortes bin ich fündig geworden. Versteckt hat sich Talia wirklich nicht. Eine seltsame Person. Ich frage mich, ob sie nur verzweifelt ist oder ein anderes Ziel verfolgt. Denn offensichtlich braucht sie meine Hilfe. Vermutlich hat sie sich deshalb so leicht aufspüren lassen. Ja, seit ich die Untotenplage. Ich würde gerne der Ursache von Talias Fluch auf den Grund gehen. Jedoch ist der Diebin noch zu gefährlich, mich ins Moor zu begleiten. Ihr solltet erst die untote Flut eindämmen. Da seid ihr. Die Untotenplage scheint noch nicht eingedämmt zu sein. Vielleicht könnt ihr dazu beitragen, dass dies bald geschieht. Ansonsten kann unser Handel nicht ins Gedeihen kommen. Ja, ihr scheint von einer schweren Krankheit befallen bei dem Husten, der euch plagt. Ja, besonders in den letzten Tagen ist es schlimmer geworden. Doch derzeit ist das nicht meine größte Sorge. Ich frage mich, weshalb der Wirt so wenig freundliche Worte für euch übrig hat. Ihr scheint doch eine recht umgängliche Person zu sein. So hat er das. Doch er hat er auch erwähnt, dass er mich belästigt hat. Förmlich ausgezogen hat er mich mit seinen lüsternen Blicken dieser Pflege. Hätte ich die Wahl gehabt, wäre ich ohne Umschweif in ein anderes Gasthaus gewechselt. Auch wenn ich es Nehmen nicht gut heiße, so muss man dem Wirt zumindest nachsehen, dass eure Kleidung euren Liebleiz kaum zu verbergen mag. Nur weil ich mit einem
reiher gefälligen Körper gesegnet bin, ist das kein Grund, mich nicht wie eine Dame zu behandeln. Pflegeleien werden von mir nicht mit Nichtachtung bestraft. Lasst euch das gesagt sein. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Ich habe momentan ganz andere Sorgen. Da bin ich ja beruhigt. Vorerst muss ich mich um andere Dinge kümmern. Auf bald. Okay. Es ist noch etwas Schmandreintopf da. Das heißt, wir sind hier drin eigentlich fertig. Der Ausgang müsste hier drüben sein. So, das heißt, wir gehen jetzt Wolfsratten da unten verprügeln erst einmal. Hier ist der Amboss. So. Ja. Soweit ich feststellen kann, gibt es keine weiteren Wolfsratten in der Nähe der Wirtschaft. Ich sollte dem Wirt die gute Nachricht überbringen. Erst einmal. Monte. Mal gucken. Monte sucht Besuch für plus 3. Nein, plus 1. Woher auch immer der Bonus von 3 dann kommt. So. Gut, dann können wir auch gleich mal gucken, wenn wir schon dabei sind. Ob wir den Bonus von der... Ah, sieht aber so aus, als ob wir den Bonus kriegen würden. Also das müsste plus 2 das Kirschner besser bringen, ja. Wird gemacht. Können wir jetzt mal die Konsole wieder schließen. Schon geschehen. Wieder große Gleichheit. Ja.
Okay. Da hinten ist noch ein Fass, das wir einhaben können. Sogar was drin diesmal. Ein Belmardblatt. Alle mal hergehört. Amazone vor. Ich versuche mein Bestes. Ja, Volker, du könntest auch dein Schild noch anlegen. So. Habe ich gerade die Wolfsratten drüben? Habe ich die ausgenommen? Okay, auf die Insel hier kommen wir von hier unten aus. Da müssen wir von oben aus gehen. So, da brennt das Feuerchen. Aber hier ist auch noch ein Fass. Macht zwar immer noch keinen Sinn, einfach wahllos Fässer einzuschlagen. So. Auf ins Gasthaus zurück. Noch mehr? Einen. Ah, da seid ihr. Was kann ich für euch tun? Ich hab alle Wolfsratten erledigt. Wunder da, dann nehmt bitte diese 4 Silbertaler Belohnung. Vielen Dank, 4 Silbertal für ein paar Wolfsratten. Kleinig seid ihr jedenfalls nicht. Ach, beide eure Silbertal, guter Mann. Diesen verlöten Feind entgegen. Braucht ihr es dringend als ich. Ich muss sagen, ihr seid einfach aus dem richtigen Holz geschnitzt. Ihr gefällt mir. Ich muss schon sagen, ihr seid sehr großzügig. Ihr habt mir spendabel eine große lokale Runde bestellt, statt einer kleinen. Und ihr habt selbstlos auf die Belohnung für die Rattenjagd verzichtet. Wäre es ein Problem? Alle diese Dinge scheinen mir selbstverständlich. Ach, ihr habt das Herz wahrhaftig am rechten Fleck. Kann ich fast mehr leiden als unsere Molinde und das will was heißen. Vielen Dank für euer überschwägliches Lob. Aber genug davon. Ach, bevor ich es vergesse, seit ihr verhindert. Eine Hinrichtung sieht unser Mirosch von der Miliz etwas bedrückt aus. Wer steckt ja mehr dahinter? Er sitzt gleich dort drüben am Stammtisch der Miliz. Nachfragen schadet ja nicht. Ja. Wieso habe ich mich breitschlagen lassen, der Miliz beizutreten? Wieso nur? Der Wirt sagt mir, dass euch seit der Hinrichtung etwas zu bedrücken scheint. Stimmt das oder täuscht er sich? Er täuscht sich nicht. Unser Büttel entfremdet sich mehr und mehr von unserer Gemeinde. Die geweihte Molinde war die einzige, die ihn dann und wann wieder zur Vernunft bringen konnte. Dass sie ausgerechnet in diesen schweren Stunden verschwinden musste, ist mehr als tragisch. Es ist aber bei weitem nicht das Einzige. Unsere Ilra ist seit einigen Jahren der Schlafwandelei anheimgefallen. Natürlich hat sie dadurch stets sonderbare Dinge zu erzählen. Seit kurzem hat sie immer merkwürdigere Geschichten auf Lager. Welche Art dieser Geschichten denn? Nachdem sie auf einem nächtlichen Irrgang in der Nähe des Dorfes wieder zu Sinn kam, will sie im fernen Moor den Büttel im Gespräch mit einer schattenhaften Gestalt erblickt haben. Sie kann einem schon leid tun. Bestimmt hat sie bloß den Büttel und seine rechte Hand auf Patrouillengang gesehen. Meint ihr nicht, dass sie zwischen einer fremden Gestalt und einem bekannten Moorbrücke unterscheiden kann? Besonders dann, wenn sie ihm über die Jahre schon öfter des Nachts begegnet sein dürfte? Emily abträgt jetzt, wo ich darüber nachdenke, erinnere ich mich an die ein oder andere Nacht, in der Petram sich beschwert hat, dass der Büttel allein auf Patrouille gegangen ist. Dann ist an Inhas Geschichte also doch etwas dran. Nicht, dass unser Büttel langsam verrückt wird. Ja. Das war mal eine Abwechslung. Wäre auch kein Grund. Ja, ja. Einen frischen Humpenbier. Also, jetzt wissen wir schon mal, dass der Büttel scheinbar irgendwelche dunklen Geheimnisse hat. Einer der Dorfdienste hat mir berichtet, dass sie eines Nachts Bogumil und eine finstere Gestalt miteinander reden sah. Oh ja, mein sicher Mirosch, dann wisst ihr ja von meiner nächtlichen Schlafwandelei. Ich wünschte, diese Irrgänge durch das Moor endlich aufhören, aber er hat recht. Als ich kurz vor meinem Schlaf erwachte, fand ich mich inmitten des Moors in der Nähe einer Ruine. Als ich kurz aus meinem Schlaf erwachte, so zeigte den Büttel mit dieser finsteren Gestalt. Kein angenehmer Gedanke, nicht Herr über sich selbst zu sein. Seid ihr ganz sicher, dass es wirklich der Büttel war, den ihr dort gesehen habt? Ich bin mir sicher, dieses Erlebnis unterscheidet sich völlig von meinem traumatischen Erinnerung. Wie sie sonst nach einer Nacht des Wandels zurückbleiben. Er war dort. Was kann ich sonst noch für euch tun? Ja, mehr weiß sie darüber, sagt sie darüber nicht. Okay. Wir können ja den Büttel jetzt suchen und ihn selber mal zur Rede stellen.
Wir sollten es auch endlich mal aufs Moorbrück rausschaffen. Weil wir sind jetzt eigentlich schon eine ganze Weile im Moorbrück selber unterwegs. Milizionär Torfler steht hier rum. Warum nur? Warum immer?